Hamburg gehört ja wiederum nicht zu Niedersachsen. Weißt du, was mich voll interessieren würde? Wer hinter deinem Account da steckt? Das sind kleine Kinder und ich wette darum, mindestens 14 oder 15, die anfangen, so etwas zu verbreiten. Außerdem versuchst du gerade in einem Live von einer Person, die die deutsche Staatsbürgerschaft hat, etwas reinzuschreiben. Mein Freundchen. Doch, es ist nah beieinander. So, der Hobby. Ist schon so lange her, dass ich diesen Spruch gebracht habe. Such dir Hobbys. Kommst du aus Afrika? Nein. Wisst ihr, was ich voll als Kompliment ansehe, wenn man denkt, ich wäre Half-Caste? Weil ich diese Bräune so schön finde, aber ich persönlich finde nicht, dass ich diese Bräune habe, aber ich finde es schön bei anderen. Und wenn ich dann mir vorstelle, dass andere denken, ich habe diese Bräune, dann denke ich mir, hör mal auf. Hast du Blockunterricht in der Berufsschule? Nein. Ich habe einmal die Woche. Im ersten Lehrjahr hatte ich zweimal die Woche und jetzt noch einmal die Woche.
Zweimal ist gut. Aber ich habe jetzt einmal. Du siehst so, Dankeschön. So, wie geht's dir? Mir geht's gut, Dankeschön. Wie geht's euch so? Es ist einfach früh am Morgen. Guck mal, dass ich wach bin, kann ich ja noch argumentieren. Warum seid ihr eigentlich so früh wach? Arbeiten. Na, du auch? Bestimmt, dass sich Inder und Pakistaner kulturell näher sind als Afghanen und Pakistaner. Oh mein Gott, das weiß ich nicht. Ich finde, das ist so frech, so etwas zu sagen über uns, ne? Ich weiß nicht, ich finde das schon irgendwo frech. Guck mal, also ich zum Beispiel rieche nicht danach. Und ich kenne so viele Tamilen, Tamilinnen, Tamilinnen, Tamilen, wie auch immer, die auch nicht so riechen. Und mein Mann ist Inder. Aus diesem Grund wurde getestet, das stimmt nicht. Wenn man sagt, dass die Wohnung oder das Haus danach riecht, okay, das kann ich noch irgendwo verstehen, weil wir kochen so, das ist der Geruch von unserem Essen, was wir in dem Haus kochen. Wenn ihr Currywurst bratet, dann riecht das auch nach Currywurst. Da sagen wir auch nicht, oh mein Gott, der riecht jetzt nach Currywurst. Wisst ihr, was ich immer richtig schlimm finde? In Wirklichkeit habe ich gefühlt kaum Blush drauf und in der Kamera sieht das so krass aus, wenn ich nach hinten gehe. Wenn ich wieder nah bin, sieht man, dass es kaum ist. Wohnst du nicht mit deinem Mann, nein, nicht. Noch nicht. Das folgt noch, inshallah.